Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei der Montags-Motivationsshow von Krachmucker TV. Ihr seht, ich bin hier gar nicht an der Plattentheke, aber sozusagen schon in einem Plattenlager. Ich bin nämlich zu Besuch bei Katschel in Weimar und da habe ich mir einfach mal Tobi geschnappt, der arbeitet nämlich hier, um diese ganze Montagsmotivation mal ein bisschen aufzufrischen. Ich meine, ihr kennt meinen Musikgeschmack, jede Woche das Gleiche, bla bla bla. Da haut Tobi jetzt erstmal seine Top 5 raus. Das hat kein Konzept. Ich habe ihm einfach gesagt, 5 Platten, die du im Moment richtig geil findest. Ja, hau raus. Mach ich. CDs, kein Vinyl diesmal. Ganz definitiv, ich fange an mit der neuen Skeletal Remains. Weniger Pestilence, mehr Morbid Angel und für mich deren perfektes Album. Gekrönt von einem wirklich wahnsinnig geilen Seagrave Artwork. Haben die Jungs das beste Album bis jetzt gemacht. War für mich immer eine coole Band. Nicht ultimativ wichtig, aber mittlerweile sind die Jungs auf dem Top-Niveau und im US-Death-Metal mit, sage ich mal, nicht nur Atmosphäre, sondern auch ein gutes Stückchen Technik, sind die im Moment die absolute Spitze. Schön. Ja. Nagelfar aus Schweden sind schon sehr lange dabei, aber sehr, sehr langsam und demzufolge hat Sereklov das neue Album echt extrem lange gedauert, aber für mich war es, wie ich erhofft habe, das erwartungsvoll majestätische Werk und Spitzen-Black Metal, nichts Überraschendes, wer Nagelfar kennt, oder das sind, tun hoffentlich alle, bei der Platte passiert nichts Außergewöhnliches. Das wollte ich fragen, also Nagelfar sind musikalisch, haben tolle Alben rausgebracht, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck für mich so, irgendwann ist so, klingt immer böse, das zu sagen, Malen nach Zahlen. Was macht denn das Album jetzt so wirklich nochmal, dass du sagst, so, das habe ich deshalb in die Kamera gehalten? Also zum einen war ich ein bisschen ausgehungert, weil viele Jahre weg und ich habe mich echt drauf gefreut, aber die Songs zünden von der ersten Sekunde, haben trotzdem auch nach dem 10. Mal durchlaufen lassen, Tiefe, die ich auf den letzten 2 Alben nicht so ganz hatte. Mhm. Und von daher ist es echt ein Schritt zurück zu alter Stärke, ähnlich wie die Sheol. Die Vitra-Fans wird es möglicherweise nicht mehr hinterm Ofen vorlocken, aber Herrgott, so ja. Ist das. So, weiter geht's. Bleiben wir im Black Metal, gehen wir nach Griechenland. Ja, erzähl. Das ist möglicherweise was, was man nicht kennt. Es ist eine Split, veröffentlicht über Iron Bonehead, von den zwei Bands Funeral Storm und Celestial Rite. Und ja. Das sieht nicht nur aus, sondern ist eine komplette Früh-90er Griechen-Black-Metal-Hommage à la Early Varatron, Rotting Christ non Serviam. Sind beides griechische Bands und das klingt nicht nur so. Das ist genauso gespielt, es hat die alte Aura, die man sich wünscht, nicht perfekt gespielt, teilweise sehr stupide mit atmosphärischen Keys, die teilweise völlig deplatziert sind, aber so großartig und echt eine coole Nummer. So ein Cover macht auch heute keiner mehr eigentlich. Niemals, ne? Niemals nicht. Celestial Rite gibt es leider Gottes mittlerweile nicht mehr, aber Funeral Storm haben letztes Jahr über Hell's Headbangers ein Album rausgebracht, auch empfehlenswert. Wahnsinnig großartiger Griechen-Black-Metal. Du solltest mal ein Griechen-Black-Metal-Special machen. Habe ich auch, nur an den Fingernägeln, da ist doch mal, wenn ich mal ein bisschen sauber mache, fällt da, glaube ich, das ein oder andere gute Album bei raus. Haut mal kurz ein bisschen was an griechischen Sachen raus, die ihr komplett vermisst. Ich bin da ja immer so ein bisschen, um rauszukommen. Der griechische Black-Metal hat ja ohnehin einen komplett anderen Sound als der damalige norwegische, dieses warme. So dieses ganz mediterran, richtig. So man merkt schon, das ist einfach auch eine ganz andere Stimmung, die du dort hast. Und wenn ich dann sowas wie The Triarchy of Lost Lovers von Rotting Christ zum Beispiel mal als Beispiel rausnehme, aber natürlich hast du da jetzt auch die ganzen Necromancia, das ist natürlich, das ist ja auch Kultstatus heutzutage. Super spezieller Sound, super eigen und das machen diese Bands total in Perfektion und die griechische Black Metal sind gerade viele neue Bands, sind total im Früh-90er Black Metal drin und super cool, viele coole Underground-Bands musste. Die sehr schön. Das kenne ich jetzt auch gar nicht. Kompletter Themenwechsel. Ja. Finnischer Grindcore. Feastem haben nach 7 Jahren ein 4. Album veröffentlicht namens Graveyard Earth. 15 Songs, knapp 20 Minuten. Ohne
ohne Ende Oldschool, Grindcore, mörderisch geil produziert, absolut in die Fresse und perfekt, ein perfektes Album. Ich finde 20 Minuten eine super Albumlänge mittlerweile, wo das ja immer mehr wird. Die Leute, also irgendwann fing das ja durch CDs an, dass die Alben dann halt auch einfach ausgereizt wurden, 70 Minuten so. Und natürlich kannst du dir ein Summerning-Album, so Minas Morgul, Dol Guldo, die müssen halt sehr lang gehen. Aber das ist heutzutage wirklich auch so bei klassischen Metal-Bands. Da denkst du dir dann, weißt du was, dann hau doch einfach 4 Songs davon runter und dann hast du ein richtiges Hit-Album. So, ne? Ja. Aber 20 Minuten, da hat das, das kannst du auch in der Mittagspause nochmal hören. Ne? Unbedingt. Ja, direkt nach vorne, keine Intros, kein Mist. Gut, jetzt hast du natürlich ein Album, da bin ich voll bei dir. Möglicherweise, man weiß ja nicht, was dieses Jahr noch passiert, aber das könnte mein Album des Jahres werden. Borgnagar, True North. Jetzt machen wir ja nicht fertig, das ist letztes Jahr rausgekommen. Ja, dein letztes Jahr und dieser. Gut, siehst wunderbar, du? Ich wollte gerade sagen. Aber macht überhaupt nichts, das ist top. Absolut Wahnsinn. Und wenn du dir das erste selbstbetitelte anhörst und dann hast du die Olden Domain, irgendwann war ich raus, weil es mir zu progressiv wurde. So, das ist bestimmt gute Musik gewesen, die sie danach gemacht haben. Hab dann echt Vorurteile gehabt oder Vorbehalte bei dem. Und das geht ins Ohr, da sind Sachen bei, das ist einfach nur schön. Ne? Sie haben ein paar, also sie haben nicht viel verändert, aber halt schon ein bisschen. Sie haben line-up-technisch logischerweise einiges ändern müssen. Jetzt ist Simon Vortex endlich wieder der Leadsänger. Ja, ja. Und ohne dem Wintersorg einen Karren pissen zu wollen, der ist ein cooler Mann, aber Simon hat eine unglaubliche, speziellen Charme. Und hier. Der Solefall-Kollege ist einfach dabei. Ja, und das absolut. Und. Dafür gibt es dann einfach Gänsehaut. Ja. Kenners, ich habe mir jetzt jemanden dazugeholt für die Motors Top 5. Das können wir gerne öfters machen. Was sagt ihr dazu? Ansonsten, du kannst jetzt noch mal kurz Werbung machen. Wir haben da vorhin gerade drüber gesprochen. Partisan ist dieses Jahr ausgefallen. Ihr versucht aber trotzdem ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. Was läuft da mit S-Fix? Wenn wir nichts zu tun haben, dann machen wir uns Arbeit und demzufolge haben wir jetzt 2 kleine Open Airs in Weimar relativ kurzfristig beschlossen. Die sogenannte Partisan Herbstoffensive, die an 2 Freitagen im Oktober, 16. und 23. stattfinden wird. Einmal mit den apokalyptischen Reitern Path of Destiny und Mandragora Thuringia und am 23. Oktober, wie schon erwähnt, S-Fix zusammen mit Purgatory endlich wieder zurück auf der Bühne. Und Drillstar Autopsy, jeweils auf 300 Stück limitiert. Beeilt euch mit Tickets, vielleicht geht das schneller mit Ausverkauf. Du hast genauso den richtigen Redestyle, wie man sowas ankündigt. Ne? So, geht das. In diesem Sinne, lasst euch von niemandem stressen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis denn.